Wir sind hier in Beirut und heute am 4. März findet auf dem Platz an der Moschee von Rafik Hariri eine Demonstration statt von Pro-Assad-Befürwortern und Gegnern. Und wir werden jetzt sehen, dass in der nächsten halben, dreiviertel bis einer Stunde sich was tut und wir auf jeden Fall mal weiterschauen, was sich hier als neue Information für uns ergibt. Bei der Demonstration in Beirut, an der Anhänger und Gegner des syrischen Diktators Bashar al-Assad zusammenkamen, wurde die Innenstadt Beiruts nahezu vollkommen durch Militär und Polizei abgeriegelt und kontrolliert. Tausende Gegner Assads trafen auf dem Platz der Märtyrer gegenüber der Rafik Hariri-Moschee ein. Der Imam Sheikh Ahmed al-Assir traf mit seinen persönlichen Sicherheitskräften ein, die auch vor Ort für die Sicherheit des Imams sorgten. Die Demonstranten stammten nahezu alle aus dem Süden des Libanon und folgten in mehr als 60 Reisebussen dem Aufruf des Imam Ahmed al-Assir, sich in Beirut der Demonstration anzuschließen. Assir selbst ist Salafist und in seiner eigenen Rolle in der arabischen Welt umstritten, gilt aber gerade unter den Salafisten als der neue Imam und der gläubige Führer. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان في وسط بيروت. Hier auf dem Platz des Friedens in Beirut haben sich eine Vielzahl von Demonstranten versammelt. Und die Sprecher bedanken sich im Vorfeld schon für die zahlreiche Zusammenkunft hier auf dem Platz, an dem noch weitere Sprecher zusammenfinden werden. Es ist genug, das Mord, was er tut, da in Syrien oder in Palästina. Die Leute wollen im Frieden leben. Wo ist der Frieden auf der Welt? Die versprechen uns, aber keiner tut was. Zu wem müssen wir gehen, außer Allah? سوف نبقى هنا كي يزول الألم. In seiner Rede betont er ausdrücklich den friedlichen Verlauf der Proteste und ruft die arabischen Brüder dazu auf, sich gegen das Morden in Syrien und der Verfolgung in Palästina zusammenzuschließen. Die Demonstration dauerte einige Stunden und wurde durch keine Zwischenfälle gestört. Die Pro-Assad-Demonstration wurde in nur wenige hundert Meter Entfernung abgehalten, konnte aber durch den Schutz der Polizei und des Militärs nichts ausrichten. Wie wird sich in naher Zukunft das Kräfteverhältnis im Nahen Osten verändern, wenn es durch die problematische Politik Syriens zu immer stärkeren Zusammenkünften, vor allem von Hisbollah und Salafisten im Libanon kommt? كما وأشكر أيها الأحبة